Es gibt einen grossen Nachteil, wenn du mit Aktien schaffst. Und das ist, dass dein Leben weniger planbar ist. Okay. Also wenn du jetzt dein Geld nimmst und du da verdienst und immer unter das Kopfkissen tust, weißt du ganz genau, wenn das Kopfkissen genug weit oben ist, damit kannst du ein Haus kaufen. Wenn das Geld... Ich kann aber nicht mehr schlafen für das Kopfkissen. Ja, genau, ist ein bisschen unangenehm zum Schlafen, aus verschiedenen Gründen. Ja. Wenn das Geld aber ein Aktienmarkt ist, ist ein bisschen der Hauskauf abhängig vom Aktienmarkt. Mhm. Also dann, wenn der Aktienmarkt gerade crasht, dann hast du vermutlich zu wenig Geld, ein Haus zu kaufen. Du musst vielleicht noch mal 2-3 Jahre warten, vielleicht auch 5 Jahre warten, bis du das Haus kannst leisten, bis das geht, weil es einfach durch und runter geht. Also, dein Leben wird weniger planbar. Aber du darfst nicht vergessen, dass du viel mehr hast, wenn du am Schluss, wenn du irgendwo eine Rendite erwirtschaftest, als wenn keine erwirtschaftest. Also es geht viel, viel länger, unter dem Kopfkissen zu sparen, wo du ganz genau weißt, wenn du dir kannst etwas leisten kannst, als mit Aktien zu sparen.